Was geht ab, meine lieben Freunde? Wir sind heute unterwegs und fahren nach Hannover mit Ibo zusammen. Die Bikes sind schon aufgeladen. Ibo hat die Bikes aufgeladen, der Ehrenmann, danke dafür, weil ich arbeiten war, hat er mich gerade abgeholt. Soweit, so gut, alles fest. Bloß das Befestigen von der Ducati ist halt beschissen. Ist hier schon am Reißen, wir versuchen jetzt eine Lösung zu finden, weil die Bremsluftkanäle sind halt im Weg. Aber wir machen das jetzt auf Fuschmeißer. Da fliegt gar nichts hin, du. Ja. Ich stell mal vor, die fliegt einfach weg. Oh, let's go. So, Freunde, los geht's. Wir essen erstmal einen Döner, bevor wir losfahren. Mit einem saftigen Döner. So, uns wurde jetzt geholfen. Wir haben die Pani hier festgemacht und das ist auf jeden Fall viel stabiler. Hat uns jetzt eine Stunde gekostet. Jetzt geht's erstmal los. Ihr könnt schon sehen, die Sonne ist am Schein. Und jetzt machen wir mit einer sehr, sehr großen Truppe eine Tour. Ich hoffe, das wird nicht so chaotisch. Ich bin dabei, Ibo ist dabei mit seiner Pani. Dann haben wir noch einen großen Abi dabei mit einer Z750. Eine Diabel, zweimal Breakout. Das ist die Breakout von Ibo. Aber die fährt heute der Papa, der Beste. Ibo hat mir sehr viel versprochen, dass es hier krasse Kurven und so geben soll. Dementsprechend habe ich auch meine Knieschleife herangemacht, die ich mir neu gekauft habe. Mal gucken, ob wir es schaffen, unsere Knie zu schleifen. Oh. Ich wäre ihm wieder fast reingefahren. Ich hoffe, es wird ein geiles Video. Ich habe in meinem Leben bisher noch nie so eine richtige Motorradtour gemacht. Und das wird so quasi meine erste Motorradtour mit anderen Motorradfahrern. So, jetzt gehen wir mal kurz in den Mesh rein und gucken mal, was da so abgeht. So, Jungs, ich bin jetzt am Aufnehmen. Ich habe gesagt, so ist die stabilste Truppe in Herford und so. Stimmt doch, oder? Ja, sicher. Im Dunstkreis Herford sogar. Bruder, was hast du aber getan? Wir sind kaum unterwegs und direkt die Bahn fährt, Alter. Hoi, ab hier fängt gleich die Kurve an, die lange. Echt, die Todeskurve? Ja. Hey, aber ich will nicht sterben, ne? Nein. Ja, weil Todeskurve. Okay, dann heißt das jetzt erstmal Reifen warm machen. Ah, Unfalltod droht. Krass. So, dann gucken wir mal. Oh, Digga, so eine Kurve gibt's nicht mal in Berlin. Nicht mal annähert, Alter. Ich muss mich erstmal rantasten. Hey, aber wenn ich da ein paar Mal hoch und runter fahre, hundertprozentig ist mein Knie unten, 100 pro. Ich sag dir ehrlich, diese kleine Strecke hat tausendmal mehr Spaß gemacht als meine ganze Karriere in Berlin. Das war noch nix. Ja, das glaube ich dir. Hey, Ibo. Yo. Dein Vater fährt brutal an. Ey, unnormal, Alter. Ich komme nicht mal hinterher. Der fährt richtig krass. Konzentration. Bin raus jetzt aus dem Sehner, damit ich mal... Boah, Junge, was ist das? Oh, Brudi. Bruder, was sind das für Kurven? Digga, einfach geil. Muss aber extrem vorsichtig sein, dass kein Gegenverkehr kommt. Ich bin wirklich pur Stadtfahrer, Alter. Das fehlt einfach in Berlin. Einfach dieser Fahrspaß fehlt. Ey, die Strecke war richtig geil, ah. Pompo, das geht ganzen Tag so jetzt. Das kommt gleich noch mehr. Mein Knie war fast unten. Jetzt nochmal auf Deutsch für die Zuschauer. Bitte, achso, Entschuldigung. Solange diese Knieschleife nicht den Boden berührt, darfst du nicht nach Hause gehen. Aber welche Seite? Wenigstens eine. Egal, muss beide Seiten. Motorradcafé, die Kurve. Ist das sowas wie 45-0 bei uns? Ja, genau. Aha. Hey, Jogis, hier, was los? Mach Platz hier, Spaß. Ey, das sind ja alles alte Herren hier. Ja, ist doch überall so, Mann. Ist doch wie Dings, Spinnerbrücke. Hält das hier auf dem Boden? Ja, ne? So, Freunde, wir machen hier eine kleine Pause. Ja, danach geht's weiter mit der anderen Kamera. Oh, links waren wir schon weit unten. Wird aber noch besser, Freunde. Es macht einen Riesenspaß. Es macht so viel Spaß. Ich nehme euch gleich mit. Kuss. Ah, ich hasse solche Wege. Guck mal, wieder Leute am Saufen hier. Ey! Frei, frei, Jungs, frei. Immer noch frei, immer noch frei. Jetzt fahren wir von Köterberg. Also ist hier so ein Motorradtreffpunkt. Es gibt hier... Hast du den gerade erst einen Reifen oder was? Und in Berlin gibt es keine Kurven. Ja, Freunde, hier werden erstmal Angstreifen gecheckt. Naja. Also jetzt kommen wieder einige heftige Kurven, Freunde. Nee, ich trau mich das nicht.
Boah, Digga, das wäre aber so eine heftige Kurve gewesen für den Knieschleifer. Wir müssen unsere Reifen mal wieder ein bisschen warm fahren. Krass, in eine Kurve reinzugehen, könnte wirklich zu gefährlich sein, weil hier halt extrem viele Motorradfahrer sind. Und mittlerweile grüße ich auch niemanden mehr, ist mir zu anstrengend, es sind einfach so viele. Kannst du mir sagen, wenn Leute kommen? Scharfe Kurve. Frei, frei, frei. Frei, 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 leg dich rein, über was das Zeug hält, komm. Frei, frei, frei. Oh, ich schaff das nicht! Hey Jungs, ich hoffe, die Strecke, die wir jetzt ausgesucht haben, ist keine Enttäuschung, Alter. Mann, die ist Hammer! Sag mir, wenn frei ist! Ja, ist frei! Fahr! Aber Motorrad, Motorrad! Ah, Motorrad, Motorrad! Wäre Motorrad, da zwei, drei! Jetzt kommen noch Autos! Digga, das kannst du knicken, Alter! Hey, jetzt kommt eine Rechtskurve, sag mal, wenn frei ist, ja? Frei, frei, frei schon! Komplett frei, komplett! Hey, aber Motor geliehen, Motor geliehen. Wir sind locker 200 Kilometer schon gefahren, ne? Ne, 166. Und jetzt haben wir eine Stelle gefunden, wo es wirklich so 6-7 Kurven hintereinander gibt. Und die fahren wir jetzt mal ein bisschen hoch und runter. Ich weiß, meine Körperhaltung ist nicht die beste, aber Übung macht den Meister. Ibo fährt vor und sagt, ob Platz ist. Dann können wir uns austoben quasi auf der Straße. Okay, bis jetzt alles frei. Kommt, kommt, erste Kurve kommt, alles frei. Ah, hier ist echt eng, ne? Ja, aber kannst du machen, Mann. Alles frei, alles frei. Nee, ich brauche noch ein paar Anläufe. Alles frei, alles frei, alles frei. Mann, meine Körperhaltung ist falsch. Ah, oh, Alter, jetzt. Jetzt Ecke Anhänger falsch. Egal, ich mag es lieber auch eher hochzufahren als runter. Jetzt ist frei, kommt. Oh, Junge, geil, Junge, geil! Ja! 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 Ich hab geschliffen! Ja! Ja! Er muss das hier nochmal demonstrieren. Ja, aber wo soll ich den sonst schleifen? Ah, jawohl, Junge! Okay, ich sag mal so, Körperhaltung ist nicht perfekt, aber... Was soll ich sagen, Bruder? Ivo, danke, dass du mich hierher gebracht hast. Und danke, sehr, sehr gerne, Bro. Danke, dass du mir die schönen Strecken gezeigt hast. Dass die sehr, sehr gerne, immer wieder gerne. Ich bin gespannt, wann du mir das nächste Mal sagst, dass du nach Herford fahren. Also Freunde, das war's von mir. Passt auf euch auf und fahrt bitte vorsichtig. Wir haben uns immer informiert, immer geredet, denn so blind würde ich niemals diese Strecken fahren. Deswegen sichert euch einfach ab. Ja, das war's von mir. Passt auf euch auf, lasst ein Like da. Und ja.